Hallo, da sind wir wieder zu einem morgendlichen Let's Play mit dem Amumuro und eurem Quincy in New World. Und wir erledigen die weihnachtlichen Quests der Karen Bears. Ich meine weihnachtliche Quests deswegen, weil sie sich gerade so angesammelt haben. Guckt euch mal diese ganzen Questen an, hier diese ganzen Marker hier. Hier könnt ihr, das sind alles Questgeber. Und wir erfüllen jetzt gerade die wildere Quest der Karen Bears. Wir haben jetzt leider die traurige Aufgabe, in der Reißzahnhöhle die Wölfe zu erledigen, weil sie mit einem Gebräu vergiftet wurden, das sie aggressiv macht. Und damit müssen wir halt die Menschen diesmal vor den Wölfen schützen. Und das werden wir in diesem Fall dann natürlich auch tun müssen. Okay. So, wir müssen in die Richtung. Und zwar, das ist oben anhand der Questmarker jetzt schlecht zu sehen, aber Osten dürfte das sein. Das war ein Vampir-Truthahn. Das war klar. Ich nehme noch den Felsen mit. Ach, das ist ein Goldader. Die ist schon wieder nachgewachsen. Da oben drauf dürfte dann auch noch eine sein. Ne, das ist ein normaler Felsen, klar, aber da auf dem, der ist nicht mehr da. Da hinten ist noch was. Da, wo du jetzt hingehst, Ammo, genau. Sternmetall. Richtig. Da bin ich nur noch ein paar Felsen mit hier. Was sagst du? Sind wir schon gerade hier in der Nähe? Muss gleich der Höhleneingang sein in der Nähe. Boah, klar, war ja klar. Sie sind zu fett. Bist du schon wieder überladen? Nee, ne? Nein, ich schmeiß jetzt die Steine gerade weg, das passt schon. Aber du hast doch auch schon die neuen Taschen, ne? Ja, die drei Level 5er Taschen. Oh Gott, oh Gott. Und dann bist du immer noch überladen? Ja, was du gesammelt? Ich kann jetzt 1428 tragen. Besiege Wölfe. Doch da? Boah, ich musste eben erstmal niesen, wie verrückt. Ja, ich halte ihn so lange auf, damit du ins Gebiet reinkommst, damit das für dich auch zählt. Oh, der ja, richtig, danke dir. Erzählt. Einer von diesen Wölfen. Oh, ich musste eben. Oh, ich habe richtig Tränen in den Augen jetzt von dem Genieße. Oh. Muss mich erstmal wieder. Pfefferspray als statt Parfüm benutzen. Ich sag dir nur. Oh, ich muss doch mal. Oh, weiter geht's. Da ist also die Reißzahnhöhle, genau. Und hier ist der andere. Das sind die aggressiv gemachten Wölfe, die im Prinzip infiziert wurden. Na, drei. Heute muss es ja nicht. Ach, den Felsen habe ich gar nicht für voll genommen. Ich nehme den großen hier, Ammo. Nur Berg weg, ne? Genau. Da ist er. Reißzahn, der gepanzerte. So, 6 erledigt. Du darfst ihn dir gerne nehmen. Iss ihn auf, Ammo. Lass ihn dir schmecken. Ja, ich müsste mal langsam wieder hier nach Edenheim das Zeug, das Fleisch lagern. Da ist die Notiz. Ach, da hast du ja. So, hier ist ein Zettel, Tag 4. Gefunden. Mein Körper und mein Geist sind gebrochen. Mein Arm in den Reißzahn seine Zähne steckt. Ah, das haben wir schon gelesen. Ja. Das kennen wir schon. Das ist eine andere Story. Hier ist noch eine Notiz.
Tag 1, ja, das hatten wir aber schon mal gelesen. Oh. Ja, natürlich. Das hat hier nichts mit der Geschichte zu tun. Also. Ah, die Notiz ist gar nicht hier. Nee. Ich bin hier fertig. Also suche in den Truhen nach Messbehältern, suche nach Karens Notiz. Aha. Ja, in dem Sinne wieder zurück. Da hast du auch schon einen Questmarker hingesetzt, ne? Oh, sorry. Oh, das, hast du es gehört mit dem Mikro eben? Ja. Das war eben einmal dagegen. Ich habe nämlich die Vermutung, wenn wir da sind und die Notiz lesen sollen, ist sie weg. Und nach dem Motto, dass wir wahrscheinlich gemerkt haben, dass die total verrückt ist. Oder damals zu viel Schutz für Tiere möchte. Tja, das kann natürlich auch leider sein. Dass sie sozusagen wahnsinnig geworden ist. Sie ist wahnsinnig geworden. Wahrscheinlich auch durch das Gift. Wir wissen es nicht. Komme, Draxa. Ja, was das wohl heißen mag. Der Draxa oder Draxa? Drax. Keine Ahnung. Würde mich schon mal interessieren. Ich werde da mal ein bisschen recherchieren. Ja, siehste. Zelt abgebrochen. Die ist abgehauen, ne? Schau mir an, da ist nur noch so ein Lagerfeuer. Kann nicht wahr sein, die hat uns betrogen, die Olle. Da ist eine Post. Ein Brief, sie hat eine Notiz hinterlassen. Ich komme hier nicht hin. Ne? Ich komme nicht hin. Das ist, komm doch. Jetzt konnte ich sie nehmen, ja. Karens Abschiedsbrief. Das Gesetz der Stärkeren. Wenn du diese Nachricht gefunden hast, gebührt dir mein Dank. Was du getan hast, war alles andere als leicht. Das hätte eigentlich nie passieren dürfen. Aber es gibt Leute da draußen, die immer nur nehmen, anstatt einmal etwas zurückzugeben. Ja, stimmt. Dir wurde die schreckliche Aufgabe zuteil, diesen Wölfen den Gnadenstoß zu versetzen. Ich selbst war dazu nicht imstande. An der Onsteten Küste ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Ich werde mich jetzt in den Urwäldern im Nordwesten begeben, um auch dort für Gerechtigkeit zu sorgen. Denke an mich, wenn die Alligatoren von Brackwasser wieder frei umherstreifen. Karen Bass. Was heute mit mir los mit meiner Leserei? Gut, die Aufgabe spricht mit. Jetzt muss ich mit Rillet Wilson sprechen. Mann, ja, Mann, Mann. Einmal zurücklaufen. Also über den Brief rüberlatschen geht nicht. Das Papier, das ist eine Mauer. Ja, wahrscheinlich da, wo das Zelt stand auf jeden Fall. Zelt abgebrochen und schnell weg. So, Rillet. Ach, der ist da im Unstede Küste, glaube ich, ja. Ja, in der Siedlung, ganz unten. Da ist er. Ich sehe, ich habe ihn schon mal markiert. Yep. Dann gehen wir nochmal hin. Aber wieder zahlreiche Aufgaben. Hier haben wir auch nichts zu tun. Aber Moment mal, das müsste ich gerne mal wissen. Wir sind jetzt hier. Aha. Haben wir noch Zeit? Wir haben Zeit. Wir haben erst 8 Minuten. Na, alles klar, aber ich will jetzt mal gucken. Wir sind jetzt 1,4, sagen wir mal 1,5 Kilometer entfernt. Ich will mal gucken, wie lange wir dahin brauchen, wenn wir alles ignorieren. Ja, los. Gut. Gucken wir auf die Uhr. Ich guck. Alles klar. Geht los. Okay, los. Genau, alles ignorieren. Ich weiß, was du meinst. Wir haben letztes Mal bei dem Tor. Das blöde Tor, ey. Ja. Und wenn es Komplikationen gibt, wenn uns was angreift, legen wir es halt um. Das ist ja nicht schlimm, aber interessant. Nix. Interessieren tut mich wegen das wirklich. Russian mal. Meinst du mal so, ne? Ja. Und das kann man hier nicht. Aber wir machen es jetzt mal, um mal was zu demonstrieren. 1,3 Kilometer entfernt und wir rushen hier einfach mal weiter. Wolf kaputt, sehr gut. Wolf kaputt, genau. Aha, hier unten ist gerade, da ist eine Küste. Ja, wir müssen außen rumlaufen. Du läufst gerade ins Webermoor. Ich habe es gerade gesehen, hier am Marker. Ja, ich bin schon im Webermoor.
Ich glaube, es gibt einen kleinen Weg nach oben. Ja, hier. Der Truthahn lief und hat mir gezeigt, dass du unterwegs bist. Der flüchtete gerade. Und wir sind wieder in Unstede Küste. Wir waren direkt an der Grenze. So. Hier ist noch ein Geschenk, wenn man es mitnehmen möchte. Ja, nimm mit. Das eine habe ich doch schon. Ich lag gerade eins. Ab geht er. Das ist aber auch schon krass, wenn du in der Verderbnishülle bist, dass du eigentlich fast nichts mehr siehst. Ja, das ist ja auch okay so. Darin kannst du ja nachher wieder so einigermaßen sehen, weißt du? Dann können wir jetzt hier runtergehen, dann laufen wir am Strand lang. Gleich. Oh ja, ich sehe schon. Das ganze Hanf und ich muss es liegen lassen. Das kommt noch dazu, aber das wollte ich wenigstens noch mitnehmen. Eigentlich wollten wir hier durchrushen und uns um nichts kümmern, aber... Nee, aber wir laufen jetzt am Strand lang. Das gelingt uns nicht. Wir ignorieren jetzt tatsächlich mal alles. So. Ja, außer die Geschenke. Außer die Geschenke, genau. Die Kräuter lassen wir auch weg, so schön. Kräuter lassen, genau. Schade. Oh, Kräuter. Ja, wie gesagt, ich behaupte jetzt mal, ist mir zumindest aufgefallen, wenn du jetzt hier bist, so in den grünen Wäldern und so. Ja. Wenn du Geschenk. Kriegst du hier halt Minze, Thymian, Oregano oder was auch immer. Wenn du jetzt hier so Königsfels bist, kriegst du wahrscheinlich auch eher so Paprikapulver und der ganze Kram. Ja, okay. Dass das wahrscheinlich auch gebietsabhängig ist oder dass die Chance da halt höher ist, das zu kriegen. Das, ich habe da eben noch was auf Bloppen sehen oder war das jetzt eben eine Halluzi? Ne, das waren Hallos. Hallos. Ja. Ich guck mal aufs Wasser, vielleicht gibt es auch wieder ein Geschenk eventuell. Ja. Nein, aber bis jetzt noch nicht. Ich guck hier immer oben die Küste längs. Müssen wir jetzt oben lang gehen oder kommen wir unten weiter? Nee, wenn es hier unten lang, dann kannst du über das Wasser laufen sozusagen. Also hier an den Schiffen vorbei von dem Salvares. Der Betrüger. Okay. Ich ignoriere die Schildwache mal. Ja. Ich bin mal so arrogant. Hier ist ein Geschenk. Und ein Alligator. Klaus Alligator ist das. Sein Geschäft sind Handtaschen und Schuhe. Hat er dich mit seinem Schwanz getroffen? Oh, 8 Taler gab das. Nee. Und 12 Ruf. Noch ein Alligator. Ne, im Moment sehe ich hier nichts. Blitzen, aber das kann noch kommen. Ja, wir wollen die Gegner hier nicht unbedingt mitnehmen, Leute, nicht wundern, dass wir hier so ein bisschen arrogant dran vorbeilaufen. Ja, wir sind übermächtig, wir wollten. Ja. Mit euch geben wir uns doch nicht ab. Genau. Nee, auf den habe ich jetzt auch keine Lust. Amor hat hier noch ein Paket gefunden, genau. Ja, die anderen sind natürlich selten, weil die immer gleich mehrere Geschenke bieten, ne? Über 20. Jo. Halt. Ich habe letztes Mal ja, wo ich das Ding abgefeuert habe, 22 Geschenke gegeben. Richtig. So. Also, sagen wir mal, mit kleinen Komplikationen sind wir jetzt 5 Minuten 50 unterwegs. Ja, genau. Also, wenn du wirklich alles umlegen willst, geht's bestimmt auf die 10 Minuten zu.
Deswegen, also das Spiel bietet dir wirklich absolut Kurzweil und viele interessante Stories und Möglichkeiten. Also, kann man weiterhin nur empfehlen. Ja. Entgegen aller Meinungen im Netz. Es ist ein Hammerspiel, ein Hammergame, macht nach wie vor immer noch riesigen Spaß, das alles zu entdecken. Man muss nur wollen. Ist natürlich manchmal ein bisschen mühselig, aber wer will es nicht, die Geschichten entdecken Ich hier? habe ja auch einmal so ein Spiel gespielt, sage ich mal, ist eher so futuristisch, auch so ein Rollenspielmäßig, habe ich mir gedacht, Alter, ist das eigentlich öde, lass mal, ach, spiel's mal ein bisschen weiter, fängst an und auf einmal war das Spiel so geil, also meiner Meinung nach, und habe das, glaube ich, auch 4, 5 Mal durchgespielt. Nächste. Da ist noch ein Zapfen. Oder hier sind Kristall hier. Splitter. Ein Ja. Splitter. So, wir sind Unstädte Küstedorf. Alles klar. Ja, 7 Minuten waren wir Guck mal, die unterwegs. Schneewehen hier. Der Räumdienst funktioniert hier aber nicht, ne? Nee, Ja, 7 Minuten haben kein wir Salz gebraucht. da. Also 7 Minuten haben wir gebraucht, siehst Ja, du? gehen wir mal zum Typen. Ja, Da bis zur hinten, Quest da machen, hinten. nehme ich mal auf. Ja. Wo ist denn das hinter? Dahinter, ja. Ja. Ach, der, ein Überlebenskünstler ist das. Und Ja. wir sind da. 7:27:12. 7:27:12, genau. Also über 7 Minuten gebraucht. Du hast also die wahnsinnige Karen Bass getroffen. Also ist sie doch wahnsinnig. Sie ist etwas ganz Besonderes. Lass dir das gesagt sein. Sie wird gesucht, weil sie Hunde freigelassen hat. Sie hat uns als Monster bezeichnet, weil wir sie eingesperrt haben. Aha. Also wusste ich doch, war sie doch, ist sie doch ein bisschen Gaga. Und wo ist sie jetzt? Ohne Zweifel irgendwo, wo sie Chaos stiften kann. Also lebt sie noch. Sie ist glitschig wie ein Aal, schlau wie ein Fuchs und vor allem ist sie verrückt. Bestimmt werden wir schon bald von ihren nächsten Taten hören. Trotzdem danken wir dir dafür, was du mit den Wölfen getan hast. Ja, leider. Ja, das war die Quest. Ich habe schlechte Nachrichten. Aha, ich kann wieder eine Quest annehmen von Will. Ist Ich was habe Grund. anderes. Ja, den Reißzahn, Lynntrop und Sid. Ja, das hat nichts damit zu tun, genau. Die können Genau. wir immer noch mal annehmen, die Quest. Okay, dann werden wir erstmal die ganzen Koffer alle aufmachen. Da haben wir einen Feuerstab des Soldaten drin, dann haben wir eine Streitaxt des Friedensstifters, die verschönerte Handschuhe, verschönerte Handschuhe. So, wir haben 8 Geschenke. So viel haben wir gar nicht gesammelt, weil wir mit den Quests zu tun hatten. Und wir haben natürlich einen Haufen Ersatzteile, die wir immer gebrauchen können, um unsere Sachen hier reparieren zu können. Jo, Reparieren. 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 Ich kann sogar nicht mehr sappeln heute Morgen. So, ich werde mal die Sachen hier alle zerlegen. Die Klamotten hier auch. So, jetzt hätten. Achso, mach erstmal. Erzähl, Entschuldigung. nee, nee. Nee. Ich meinte nur im Prinzip, die nächste Weihnachtsquest, sage ich jetzt mal, wäre Ja. da oben beim Portal. Oder. Ganz oben im Nordosten. Nordosten? Ich gucke lieber auf den Kompass. Moment. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, du siehst das immer auf dem Kompass? Naja, ich habe mir den Marker gesetzt. Ich bin auf die Map geguckt und habe den Marker gesetzt. Also da gibt es einen, 1,6 Kilometer in Entfernung. Wo ist Oder das? halt beim Reisepunkt. Ach, du hast einen Marker gesetzt da oben. Oder beim Reisepunkt, sag ich mal, ist eine. Da. Das wäre die Verlockung des Fischers. Suche nach der Poseidonsbeute, nach einem Schatz für Vava Keles. Woher weißt du, dass das solche Quests sind, Amo? Weil sonst alles leer war. Wie gesagt, nachdem, wo der Patch kam, ist es mir aufgefallen, Moment mal, die Quests kenne ich ja alles gar nicht, ne? Okay. Und auf einmal so, puff, 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 guckst du drauf, das ist mir, wie gesagt, vorgestern aufgefallen, Alter, hier gibt es ja Quests. Eine richtig coole Ich habe Quest. schlechte Nachrichten. Ja. Den Baum kann ich hier nicht mehr looten, habe ich gerade festgestellt. Ja. Und dann gibt es halt noch gestörte Kommunikation.
Das wäre in dem Sinne beim Portal, nee, beim Reisepunkt, also von hier aus zum Reisepunkt wieder zurücklaufen. Aber ich glaube. Gestörte Kommunikation, ja genau. Erbeute Myrtilus Bogen von den zornigen Erdkreaturen in Fische. Also es gibt noch genug Quests, Leute, die man hier im Prinzip anfangen kann, die wir hier im Prinzip erledigen können. Mal hier, aber hübsch, aber alles hübsch gemacht, finde ich hier, sag mal so. Ja. Das Schiff ist voller Schnee, das finde ich auch sehr interessant. Ich wollte immer so schön drauf. Ja, da wäre ich auch gerne mal drauf. Ich meine, das als Hotel, das wäre doch was, ne? Oder Wie auch viel? als Wohnort. Ja, als Wohnort, Hotel, ja, oder als Haus, sag ich mal, so ein Schiffshaus, so ein schwimmendes Haus, sag ich mal. Und dann Ja. die Fläche, die du hast, kannst du ausbauen. Ja. Das wäre wirklich, ja, das wäre auch natürlich sehr klasse. Wäre sehr schön gewesen. Gut, ich würde sagen, wir sind auch wieder fertig und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Ammo, euer Quincy von den Fallout Legends in New World. Und das nächste Mal werden wir wieder ein größeres Team dabei haben. Also dann, tschüss. Tschüss.